Das wird die Spieleszene an revolutionieren. Angry Birds, Flappy Bird und Moorhuhn. Warum gibt es eigentlich so viele Games, in denen man gegen Vögel spielt, mit Vögeln spielt oder selbst ein Vogel ist? Okay, die Ausgangsfrage ist etwas absurd. Warum gibt es so viele Vögel in Computerspielen? Stimmt das überhaupt? Ein kurzer Blick in den Gameshop bestätigt, Vögel tauchen in sehr, sehr vielen Spielen auf. Wir fragen uns heute, warum? Und welche Bedeutung haben Vögel in der Kunst überhaupt? Sind Vögel interessanter für Künstler und Game Designer als andere Tiere? Bei mir ist Jana Reinhardt, Weltbeherrscherin der digitalen Universen oder aber auch Spieleentwicklerin. Genau. Schön, dass du dir Zeit genommen hast für uns, um mit uns Moorhuhn zu spielen. Jana, erzähl mal, was muss ich in Moorhuhn hier tun? Du musst auf diese Moorhühner schießen. Warum sind das keine Pferde oder Schweine oder Bambis? Ich denke mal, ja, aus Entwicklersicht ist das halt natürlich auch einfach strategisch relativ einfach, so ein Spiel zu machen, weil einfach Vögel irgendwie rumfliegen. Du brauchst keine Laufanimation, du musst keine Wegfindung irgendwie einbauen. Die fliegen halt einfach über den Monitor. Also es ist halt auch sehr einfach zu machen, glaube ich. Eine gute Laufanimation hinzubekommen, das ist mit das Schwierigste in einem Computerspiel. Und hier ist es halt einfach nur flap, flap und du setzt halt die Figur über den Bildschirm. Vögel sind ja auch so ein bisschen das Erste, was man als Kind lernt zu zeichnen. Also zumindest bei mir war das der Fall. Also dieses total einfach und damit weiß aber jeder, was gemeint ist. Und ich finde, als Entwickler kannst du ähnlich einfach Vögel darstellen. Wir haben zum Beispiel bei uns in einem Spiel, Try heißt das, haben wir Vögel gebaut einfach aus so zwei Ebenen und die bewegen sich halt so flap, flap rum. Und jeder weiß aber, was gemeint ist. Jeder erkennt Vögel einfach nur durch diese Bewegung. Und du hast halt sofort eine lebendigere Welt, ohne dass du viel machen musst. Es gibt eine Geschichte zum Spiel. Es gibt eine Geschichte zum Spiel. Und zwar wurde dieses Spiel eigentlich als Marketing-Gag für einen Whisky-Hersteller hergestellt. Das hat aber irgendwie nur niemand gerafft. Aber das hat den Leuten auch gereicht. Also du brauchst ja da keine Geschichte oder eine Hintergrundgeschichte oder wofür das da ist. Ich meine, das war ja damals auch kostenlos. Ja. Und dadurch hat das ja irgendwie auch plötzlich jeder gehabt und jeder hat es auf Arbeit gespielt. Und plötzlich haben Eltern gespielt, die sonst mit Spielen gar nichts anfangen können. Warum empfinden wir Vögel eigentlich als so witzig? Wenn man die einfach nur beobachtet, ist man dann halt schon wahnsinnig amüsiert einfach nur. Es wirkt halt auch, ich meine, die laufen ja auf zwei Beinen, also im Prinzip wie wir Menschen, aber haben ja die Arme hinter sich. Und das wirkt halt, im Prinzip gehen sie irgendwo rum, gucken sich was an, aber haben natürlich, obwohl sie ja fliegen können und dafür Flügel haben, ja, aber keine Hände. Und das wirkt halt nochmal ein bisschen amüsanter in dem Moment, wie sie halt laufen. So, wir spielen jetzt Duck Game. Mhm. Duck Game kam im Jahre 2014 raus. Fantastisches Spiel. Absolut. Kann man zusammenspielen, zu vier, mit vier Spielern. Schenkt dir eine Blume. Ich habe mir den Stein selber auf den Kopf geschmissen. Warum hat man sich für Enten und den Retro-Look in dieser Kombination entschieden? Also erstmal ist es, glaube ich, wahnsinnig beliebt bei Indie-Entwicklern zu pixeln, weil es auch sehr einfach und schön zu machen ist, glaube ich. Die 80er waren ja auch so eine Zeit, wo so wahnsinnig viele so Actionfilme rauskamen, so Schwarzenegger und so. Und eigentlich ist das lustig, jetzt so ein ähnliches Setting zu haben und man spielt halt Enten. Also ich glaube, das ist schon so auch, dass man diese Zeit, halt wie gesagt, wieder dieses Kindheitsding, dass man das so ein bisschen persifliert irgendwie, was man da, diese Actionzeit, wo man eben viel solche Filme geguckt hat. Wo Leute, also vor allem Männer mit einer dicken Wumme irgendwie rum sind, spielt man halt Enten und es ist nicht so ernst. Wurde uns auch irgendwie beigebracht, dass Enten immer lieb und harmlos sind? Die sind ja auch wirklich lieb und harmlos, oder nicht? ja, und ich glaube, das ist halt auch lustig, wenn man einfach, wenn man so eine Figur nimmt und im Prinzip sie ins Gegenteil verkehrt. Also sie ist halt jetzt nicht Donald Duck, der einfach nur irgendwie albern ist, sondern man schießt halt mit der Waffe. Aber man hat immer noch diese, so ein bisschen dieses Wütende so von Donald. So. Man kann ja immer noch Quack, Quack machen und dann auf Leute schießen. Was ist das am Leben? Vögel, besonders Enten und Hühner, machen Spaß und sind einfach zu animieren. Sie stehen symbolisch für Tollpatschigkeit und eine gewisse Art von fatalistischer Genügsamkeit. Welche Rollen spielen Vögel in unserer Kunst und Kultur eigentlich über Videogames hinaus? Dazu habe ich mit Dr. Jessica Ulrich gesprochen, die im Bereich Human-Animal Studies an der Universität Erlangen forscht. Warum ist der Vogel so ein wichtiges Element der Popkultur? Okay, also ich denke, dass Vögel
leicht zu anthropomorphisieren sind, also leicht zu vermenschlichen. Und deswegen kommen sie wahrscheinlich auch in der Popkultur so häufig vor. Das liegt sicherlich an der Physiologie, also an dem Körper, dass sie aufrecht gehen, auf zwei Füßen, auf zwei Beinen stehen, dass sie auch die Augen nach vorne gerichtet haben. Das ist bei vielen Säugetieren, bei Fluchttieren anders. Die haben die Augen rechts und links am Körper. Viele Vögel können Stimmen imitieren, können sprechen. Ursprünglich in der traditionellen Kunst, würde ich sagen, waren Tiere vor allen Dingen Motiv, aber auch Material für Kunst. Eines der ersten Materialien, Malmaterialien, ist vermutlich Tierblut gewesen. Aber auch wenn Sie an Gänsehaarpinsel denken oder an Eitempera, also Material, tierisches Material, geht in Malmittel ein. Diese Dinge würde ich sagen, also was habe ich im Motiv? Material, Muse, Modell, Medium. Und in neuester Kunst kommt das Tier auch als Akteur vor, also als tatsächlich Handelnder, wo es dann in Performance-Kunst auch um Tiere geht, die interagieren mit Menschen. Also es gibt vielleicht Bereiche in der Kunst, Wappen oder so, da kommen dann Adler vielleicht häufiger vor als andere Tiere, aber an sich in der Malerei und in der Bildhauerei, würde ich sagen, kommen exotische Tiere wie Löwen oder ja, alles Mögliche häufiger vor. Dennoch, denke ich, haben Vögel eine Sonderstellung in der Kunst und sind wichtig für die Kunst schon seit der Antike her, weil viele natürlichen Verhaltensweisen der Vögel mit Kunst zu tun haben. Also sie sind quasi in Kunst und Ästhetik und Kultur vorgängig. Und die evolutionäre Anthropologie, eine Forschungsrichtung, die heutzutage so das Wesen der Kunst in der Biologie sucht, bei den Tieren sucht, kommt zu ganz ähnlichen Schlüssen. Vögel sind nicht nur lustige Tiere mit dunklen Augen und starrem Ausdruck. Sie repräsentieren auch Freiheit, den Traum vom Fliegen und sogar etwas Göttliches. Wir schauen, was Vögel mit der Handlung des neuen Zelda-Abenteuers Breath of the Wild zu tun haben. Wir spielen Zelda Breath of the Wild, wo man den jungen Ritter Link spielt. Und wir befinden uns in einem kleinen Dorf, irgendwo in der Pampa, es nennt sich Kakariko. Und das ist eine Szene, die gibt es schon in einem Zelda von davor, Zelda Ocarina of Times. Und zwar ist man da in einem Gatter mit Chicken, also mit Hühnchen. Und man muss die auch sammeln für einen total enthusiastischen Hühnchenfan. Und wenn man aber ihm nicht hilft, sondern lieber diese Hühnchen mit dem Schwert attackiert, dann geht das für den Ritter gar nicht so gut aus. Die sind total harmlos und machen überhaupt nichts und sind auch total niedlich anzusehen. Aber wenn ich das gleiche Hühnchen dreimal attackiere, stoppt das Spiel. Das Hühnchen guckt wie aggressiv in die Kamera. Und plötzlich kommen von überall her ganz, ganz viele Hühner. Mehr als vorher in dieser Szene waren. Aus dem Nichts. Vollkommen egal. All seine Hühnerfreunde kommen dann. All seine Hühnerfreunde kommen. Und die verbrüdern sich, um mich so richtig fertig zu machen. Und das Lustige ist, ich kann halt das sogar als Attacke verwenden, indem ich so ein Hühnchen mit zu einem Boss, also mit zu einem Gegner bringe. Und der greift dann das Hühnchen an und plötzlich kommen ganz viele Hühnchen von überall her. Eine andere Szene, wo Vögel eine sehr wichtige Rolle spielen, ist natürlich das Vogelvolk. Im Deutschen heißen die irgendwie Orni. Impressive, I know. Very few can achieve a mastery of the sky. Yet I have made an art of creating an updraft that allows me to soar. It's considered to be quite the masterpiece of aerial techniques, even among the Rito. Da hast du so einen Helden, der dir im Prinzip so unter die Nase reibt, dass du zwar der große Ritter Link bist, aber nicht fliegen kannst. Now then, my ability to explore the firmament is certainly of note. Wobei gerade in Zelda Breath of the Wild ist es ja so ironisch, das ist ja ein Open-World-Spiel. Du kannst alles in diesem Spiel machen. Du kannst jagen gehen, reiten, Berge erklimmen, aber fliegen kannst du nicht. Also du kannst dich zwar mit so einem Paraglider gleiten lassen, aber fliegen ist so das Letzte, was dir eigentlich verwehrt bleibt. Weshalb dir das der Charakter auch unter die Nase reibt. So, jetzt spielen wir Hartoful Boyfriend. Yeah. Ich habe es noch nie gespielt. Du kennst es? Ja, und zwar ist das eine Dating-Simulation und man spielt ein Mädchen, die auf einer Schule für Vögel ist. Und das weiß auch jeder, dass du ein Mensch bist und du weißt auch, dass das Vögel sind. Aber damit ist jeder einverstanden? Jeder ist damit, ja, das ist so ein bisschen die Hintergrundgeschichte. Das ist nämlich eine postapokalyptische Welt und Vögel haben die Macht an sich gerissen. Du darfst aber jetzt auf diese Schule gehen und bist halt eine ganz normale Schülerin und datest halt Charaktere, die du magst. Ich weiß, dass die Autorin von dem Spiel, Hatto, auf Japanisch Taube, die ist ein riesen Taubenfan und die hat aus Gag dieses Spiel gemacht.
Was für ein Genre ist dieses Spiel eigentlich? Also Hatoful Boyfriend ist eine Dating-Simulation mit so Visual Novel-Anleihen, kann man auch sagen. Also im Prinzip hast du feste Hintergründe, die Charaktere sind total statisch. Und da geht es wirklich darum, du hast ganz viele Charaktere zur Auswahl und du kannst dich entscheiden, wen du näher kennenlernen möchtest. Und manchmal kannst du Entscheidungen treffen, wen möchtest du jetzt zu diesem Fest mitnehmen, und dadurch entwickelst du halt immer mehr Nähe zu einem Charakter, wenn du das möchtest. Also verwendet man Vögel hier in diesem Spiel nicht darauf, irgendwas zu zeigen, was sie können, sondern vielmehr, um etwas in sie hinein zu projizieren? Total. Die stellen ja, in dem Fall sollen die ja wie menschliche Charaktere darstellen. Nur, dass du ihnen das nicht wirklich ansiehst. Also auf dem Bildschirm sieht man halt den Charakter als Taube, so sieht er wirklich aus. Und dann gibt es nochmal ein menschliches Bild, falls du nicht damit klarkommst, dass der Charakter eigentlich eine Taube ist. Er ist eine Taube, das ist eine Illusion. So sieht er nicht aus. Okay. Das ist nur für dich als Spieler, wenn du darauf nicht klarkommst. Ja, und die haben halt wirklich auch ihre Macken. Also es gibt zum Beispiel einen Lehrer, der regt sich furchtbar auf und flattert dann halt auch so an die Decke. Good morning, everybody! Ja, es gibt sehr viele Vogelgags. Genau. Gleichzeitig ist es natürlich eine Parodie. Also die Vögel sind ja wirklich, im Prinzip veralbern ja diese klassischen, stereotypen, menschlichen Figuren, die man in diesen Dating-Simulationen findet. In der Kunst und in Computerspielen sind Vögel also nicht nur witzige Nebencharaktere. Sie sind simpel zu animieren und verleihen einer Spielewelt trotzdem Leben. Vögel bieten eine breite Projektionsfläche und haben gerade jüngere Generationen popkulturell geprägt. Sie stehen als Symbol für die Seele und für den Wunsch nach Freiheit. Außerdem können sie dazu dienen, Genres zu brechen und mit Ironie neu aufzuladen.